Heute einmal die Geschichte von Paul. Der Name ist geändert, die Geschichte aber genau so passiert. Paul hat mir seine Beziehung zu seiner letzten Freundin, übrigens eine wirklich diagnostizierte Narzisstin, wie er dann aber erst später im Laufe seiner Beziehung erfuhr, per E-Mail geschildert und mir die Erlaubnis gegeben, seine Geschichte zu veröffentlichen. Ich habe die Schilderung nur an ganz wenigen Stellen verändert bzw. nur ganz wenig weggelassen, um Persönlichkeitsrechte zu wahren. Pauls Beziehung war, wie wir dann gleich sehen werden, eindeutig toxisch und hat ihn so richtig fertig gemacht. An Pauls Beispiel sehen wir, dass auch das sogenannte starke Geschlecht emotional manchmal so richtig durch den Fleischwolf gedreht werden kann. Nach dem Intro geht's los. Ja, und hier kommt sie, die Geschichte von Paul. Ich lese von meinem Laptop ab. Sehr geehrter Herr Kleist, seit einiger Zeit schaue ich mir Ihre Videos zum Thema Narzissmus-NPS, also narzisstische Persönlichkeitsstörung, auf YouTube an. Ich möchte Ihnen hiermit meinen besonderen Dank aussprechen. Sie reden mir aus meiner Seele und machen mir Mut. Auch bei mir ist es so, als erzählten Sie genau meine Geschichte. Ja, es ist oft so, dass sich die Geschichten ähneln und ich dann manchmal gefragt werde, Herr Kleist, waren Sie eigentlich dabei? Haben Sie alles live miterlebt? Es ist so, dass ich schon mehrere Frauen mit NPS im Laufe der Zeit an meiner Seite hatte. So als würde ich diese Frauen wie ein Magnet anziehen. Ja, Paul schreibt magisch, wie er jedes Mal an den gleichen Typus Frau geraten ist. Wie wir dann später sehen werden, aus bestimmten Gründen gar nicht mal so unwahrscheinlich, immer wieder an den gleichen Typus Mann oder Frau zu geraten. Die erste Idee, dass etwas nicht stimmt, hatte ich bereits bei einer früheren Frau, die mich im wahrsten Sinne des Wortes fertig gemacht hat. Das war im Jahr 2012. Das Ganze ging so weit, dass ich einen Zusammenbruch hatte und nach der Trennung in eine medizinische Reha musste. Höre ich tatsächlich nicht zum ersten Mal, dass auch bei Männern ein totaler Breakdown erfolgt. Emotionaler Missbrauch ist manchmal mit Worten nicht zu beschreiben. Das, was die Betroffenen durchmachen, können wahrscheinlich nur diejenigen nachvollziehen, die selbst einmal in einer solchen Situation waren. Man ist in dieser Situation wirklich komplett lost in space, also verloren im Weltall. Du weißt in einer solchen Situation nicht, was oben und was unten ist. Du weißt, dass es wahrscheinlich das Beste ist, dass du da raus bist. Gleichzeitig schreit alles in dir nach dem Partner und du glaubst, das Wertvollste in deinem Leben verloren zu haben. Ich habe schon Männer in meiner Praxis sitzen gehabt, die nach außen hin die harten Vorzeigemänner waren, die beruflich sehr erfolgreich waren. Also Menschen, von denen man glauben würde, dass sie in der Lage wären, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Die dann aber heulend wie Kleinkinder dasaßen und vor Kummer nicht mehr ein und aus wussten. Weil es ist eben nicht nur ein Schicksalsschlag, so eine Trennung von einem toxischen Partner. Es ist, als ob sich die Tore der Hölle aufmachen und dich verschlingen wollen. Es ist der ganz normale Wahnsinn, der jetzt nach der Trennung beginnt. Man ist tatsächlich auf kaltem Entzug und es ist kein normaler Entzug. Ein Betroffener hat dies einmal sehr anschaulich beschrieben. Er meinte, ich war schon einmal heroinabhängig und habe einen Entzug davon mitgemacht. Der war schon schlimm. Aber der Entzug, den ich dann machte, nachdem ich den Discard von meiner toxischen Ex bekommen hatte, war die Hölle schlechthin. Danach habe ich über dieses Thema im Internet gesucht, gelesen, recherchiert und bin fündig geworden. Und dann habe ich mir auch noch ein Buch zum Thema Narzissmus gekauft. Und ihr kennt es vielleicht, die Masken der Niedertracht, seelische Gewalt im Alltag und wie man sich dagegen wehren kann.
Es ist etwas schwer geschrieben, aber ich hatte einen Volltreffer gelandet und wusste jetzt, was mit mir passiert war. Okay, jetzt hat sich Paul schlau gemacht, was ihn aber nicht daran gehindert hat, wieder auf eine Narzisstin zu treffen. Etwas, was gar nicht mal so selten ist, hatte ich ja oben schon erwähnt, weil sich schlau machen eben nur die Ratio, unseren Kopf betrifft, nicht aber unsere nicht angeschauten Verhaltensmuster und Wertvorstellungen. Solange nämlich unsere alten Muster noch in uns wirken, nützt uns unser Kopfwissen eher wenig. Leider bin ich aber im letzten Jahr wieder an eine Narzisstin geraten. Sie ist jetzt 45 Jahre alt, sehr attraktiv, hat mehrere Beziehungen hinter sich, eine Ehe wurde geschieden. Und es war in unserer Beziehung wirklich alles dabei, was Sie in Ihren Videos beschreiben, Herr Kleist. Erst Lovebombing, dann irgendwann kamen die Entwertungen, Lügen, Machtspiele, Projektion und Schuldumkehr. Silent Treatment war auch dabei. Die Frau hatte bereits in der Kennenlernphase andere Männer neben mir, was ich erst später kapiert hatte. Mit der Zeit hatte sie sogar offen darüber gesprochen, dass sie sich mit anderen Männern trifft. Es waren zunächst nur subtile, unterschwellige Bemerkungen und ich konnte das Ganze einfach nicht glauben. Ich dachte, das ist alles nicht wirklich wahr. Das ist kein Ernst. Aber dann realisierte ich, das war alles doch kein Spaß, es war bitterer Ernst und ich war dann wie versteinert und konnte nichts erwidern auf so Äußerungen wie, für dich habe ich doch das Wochenende reserviert, für andere unter der Woche nur einen Tag. Ich muss mich ab und zu mal mit jemandem treffen, man hat ja Bedürfnisse. Du bist ein Lover von mir, was erwartest du eigentlich? Wie wir später gleich sehen werden, ist von dieser Frau niemals gesagt worden, lass uns einfach ein bisschen Spaß haben, lass uns ein wenig Freundschaft plus machen. Mehr will ich doch gar nicht. Nein, es wurde so getan, als ob man mega in love wäre und nichts anderes als eine feste Beziehung im Kopf hätte. Und es gibt wohl nichts Verwerflicheres, als mit den Gefühlen anderer Menschen zu spielen. Ich habe schon oft in meinen Videos gefragt, wie kannst du einen Menschen am einfachsten zerstören? Ganz einfach, indem du sein Vertrauen gewinnst und es dann anschließend missbrauchst. In Pauls Fall wurde sein Vertrauen nicht nur einfach missbraucht, sondern kaltlächelnd missbraucht. Und das ist nochmal eine Schippe obendrauf und kann einen Menschen tatsächlich zum emotionalen Wrack machen. Nachdem sie sich in meiner Anwesenheit von einem anderen Mann die Telefonnummer hat geben lassen und ich wütend wurde, meinte sie nur, ich bin ein freier Mensch. Und jetzt wird's richtig heftig und spätestens jetzt wäre der richtige Zeitpunkt auszusteigen. Aber in toxischen Beziehungen ist es halt so, dass die Betroffenen irgendwann dermaßen am Haken hängen, dass klares Denken und konsequentes Handeln nicht mehr möglich sind. Und wie ihr alle mit Sicherheit mittlerweile vor dem Bildschirm schon wisst, stellt sich in einer toxischen Beziehung unweigerlich eine körperliche und psychische Abhängigkeit ein. Einem Außenstehenden fällt hier nur die Kinnlade runter wegen solcher Unverschämtheiten, die von solchen Personen rausgehauen werden. Wenn aber jemand betroffen ist, hat dieser Mensch nun Engelchen und Teufelchen auf seiner Schulter sitzen, die sich ständig angreifen. Der eine sagt, geh und der andere sagt, bleib. Dieser Zustand nennt sich kognitive Dissonanz. Und das ist ein Zustand, den man seinem ärgsten Feind nicht wünscht. Anfangs dachte ich noch, jetzt habe ich endlich die richtige Frau gefunden, da sie in mich verliebt zu sein schien und Dinge gesagt hatte, die sich Verliebte eigentlich sagen. Sie hat es die ganze Zeit so dargestellt, dass sie sich von ihrem Ex-Freund trennen will, mit dem sie aber noch in derselben Wohnung gelebt hat und mit mir gleichzeitig eine feste Beziehung wollte. Oh, oh, es wird immer schlimmer. Nach dem ersten Versuchen, mich von ihr zu trennen, kam dann das Huwern. Und ich habe immer wieder nachgegeben, was natürlich ein Fehler war. Nach den Trennungsversuchen meinerseits war sie immer zutiefst verletzt. Sie hatte beim Wiedertreffen
geweint und gemeint, sie könne es nicht mehr ertragen, verlassen zu werden, weil sie als Kind immer wieder verlassen wurde. Der letzte und vierte Versuch, diese Beziehung zu beenden, ist nun 10 Monate her. Seitdem bin ich in No Contact gegangen, habe alle Türen zugemacht, WhatsApp blockiert, alle Erinnerungen weggeworfen, alle Nachrichten und E-Mails gelöscht und auch zu den Flying Monkeys den Kontakt abgebrochen. Sie wollte den Discard, den ich ihr gegeben hatte, nicht akzeptieren und versuchte immer wieder mich zurückzuholen. Es ist unglaublich, was sich diese Frau in einem knappen Jahr geleistet hat und dabei immer so getan hat, als wenn es der normalste Normalzustand gewesen wäre. Und meine Familie war dann auch sprachlos, als ich mich geöffnet hatte und endlich mal darüber gesprochen hatte. Ihnen hier alles niederzuschreiben, würde den Rahmen sprengen, Herr Kleist, aber es ist alles genau so, wie Sie es in Ihren Videos immer wieder beschreiben. Erst im Nachgang habe ich eigentlich vieles verstanden, was mir passiert ist. Ich war und bin teils emotional abhängig, aber der Schmerz lässt jetzt langsam nach. Mein Kopf ist seit langer Zeit endlich klar und weiß, dass es niemals einen Wert hätte, mit dieser Narzisstin weiterzumachen. Aber manchmal ist es da, dieses Vermissen, die tolle erste Phase, dieses Lovebombing. Naja, und das ist ja auch genau das, was mir meine Klienten in meiner Praxis immer wieder erzählen. Es zerreißt einen schier und man wünscht sich die guten alten Zeiten immer wieder zurück. Aber halten wir uns vor Augen, diese Menschen sind auf Entzug. Diese Menschen verwechseln Abhängigkeit mit Liebe. Zum Glück habe ich noch meine Familie, die mich unterstützt. Und langsam finde ich den Weg aus der Isolation und gehe wieder auf die Menschen zu. Danke für Ihre Aufklärung und machen Sie weiter so. Mein Glückwunsch an Paul, dass du es geschafft hast. Und wir sehen am Beispiel von Paul, welche Ausmaße eine toxische Beziehung annehmen kann. Welche Beleidigungen, welche Frechheiten sich toxische Menschen immer wieder erlauben. Und wir sehen auch, wie unglaublich schwer es ist, aus diesem Sumpf wieder herauszukommen. Für die Betroffenen ist das emotional missbraucht werden irgendwann ein Stück weit normal. Sie winken es dann einfach durch und haben irgendwann vielleicht auch resigniert. Aber das Bauchgefühl nagt und nagt und nagt und signalisiert uns immer wieder, dass irgendwas gewaltig nicht in Ordnung ist. Und so leiden die Betroffenen. Sie wissen, dass es ihnen nicht gut geht, sehen aber oft keinen Ausweg aus ihrem Dilemma. Irgendwann bist du in einer toxischen Beziehung derart gehirngewaschen, dass du dank Gaslighting und Schuldumkehr, um nur einmal 2 Manipulationsmethoden zu nennen, den Fehler bei dir suchst, statt ihn dort zu suchen, wo er in Wirklichkeit ist. Nämlich genau vor dir in Gestalt deines toxischen Partners, der dich schwächer und schwächer werden lässt. Ihr seht aber auch an dem Beispiel von Paul, dass es gelingen kann, auszusteigen. Und ich bin davon überzeugt, dass Paul diesmal seine Lektion gelernt hat und nun in der Lage ist zu sagen, nie wieder einen toxischen Partner an meiner Seite. So ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.